sinnvoll ist, in jedem Haushalt eine Wäschstelle zu haben oder einen Kilogramm-Kühlwäscher, mit dem würden dieses Feuer effizient auch schon als Privatperson bekämpfen können, ohne dass der große Schaden entsteht. Eine Wäschstelle ist ganz einfach zu handhaben. Die Wäschstelle wurde einfach über das breite Buch komplett gelegt, mit genug Sicherheitsabstand darüber ausgebreitet und würde dann den Kran verschicken. Ein Kühlwäscher, wie wir ihn auch auf dem Fahrzeug haben, die gibt es natürlich auch im Kleinen, ein Kilogramm oder zwei Kilogramm, damit könnte man aus sicherer Entfernung auch diesen Kran zu Hause löschen. Ja, was kann passieren? Wenn der Topf brennt, wird die Flamme langsam sich nach oben arbeiten, die Dunstabzugshaube. Die Dunstabzugshaube entzündet sich. Dann brennt die ganze Küchenzeile, dann schlägt das Feuer über auf das Fenster. Das Fenster fängt an, der Fensterrahmen fängt an zu brennen und die Küchentür würde anfangen zu brennen und das würde die ganze Wohnung schmieren. Die beiden Kameraden, die uns jetzt die Vorführung zeigen, haben sich wieder mit ihrer persönlichen Schutzausrüstung, heißt die Wohnung für Sprachgebrauch, geschützt. Der Kameramann, der Vortigern, der heute Vorführung macht, ganz vorne, der hat eine spezielle Schutzkleidung, die wir anziehen, wenn wir in ein Handwerkzeug in eine Wohnung oder eine Fabrik gehen. Das ist spezielle Bekleidung, die hat mehrfache Schichten, dann schützt uns optimal gegen Hitze, gegen Verbrennung, aber wir können nicht durch Feuer, durch Säure gehen, also sie schützt uns. Der Helm, den er aufhat, hat auch verschiedene Ausrüstungen noch am Helm. Da gibt es ein Visier, was fest installiert ist. Und mit diesem Visier wird er sein Gesicht schützen. Handschuhe hat er an, damit er seine Handschuhe auf spezielle Feuerwehrhandschuhe und Anlagen, die in Spezialstoff bestehen, damit er beim Einsatz sich auch nicht verbreitet. Das Ding wird weiter jetzt. In der kleinen Dose, die über den Kopfkopf hängt, ist Wasser angefunden. Und wenn dieses Wasser auf dieses Brennen erhöht wird, werden Sie eine enorme Wirkung sehen, weil das Wasser wird sofort verdampft und würde dadurch die Öltöpfchen aus dem Topf mit hochreißen und es entsteht ein kleiner Feuerball, explosionsartiger Ausfall. Also, wir möchten Sie bitten, ein bisschen hervorzuheben, nicht mehr ranzugehen. Jetzt merkt man, wie der Brenner langsam die Temperatur hochgekommen hat. Und nicht erschrecken. Diese explosionsartige Ausbreitung des Öls ist jetzt eine Übung und die Kameraden haben sich abgesichert. Es wird auch gleich noch ein Druck mit dem Pulverlöscher bereitstehen und die Stellenlöscher müssen bereit. Der Maschinist ist im Fahrzeug, um dann eventuell schnell Wasser vom Fahrzeug abzulegen. Die Temperatur erhöht sich weiter, Sie sehen das Kilo einfach. Und wir hoffen, dass wir das nicht sehen. Sie sehen die Luft um den Kopf sehr erhitzt ist. Es hilft uns gerade, dass es nicht so windig ist, damit die Flamme leicht nach oben geht. Kochfeldkontrolle, das ist nämlich zu heiß. Da müssen wir noch kleiner bewahren. Ja. Sie kennen, wir können die Zeiten vernutzen, aber was passt, wie sollten Sie sich verhalten, wenn es bei Ihnen oder bei Nachbarn brennt?
Das waren ja die Kinder, Gott sei Dank, schon in der Schule, die Noten absetzen, oder was ist passiert, Ortsangabe, gibt es Verletzte, dann die Rettungskräfte, Feuerwehr, genau einweisen, wo es ist, damit schnellstmöglich geholfen werden kann. Ja, ich habe von Kurschreit weiter, langsam heute, bis wir die Zeit noch ein wenig überbrücken. Ich hoffe, Kaffee und Kuchen und unser Grillhund hat mich gewundert. Unser altes Gamma-Teil am Grill freut sich auf die Knochen noch gesund. Wir haben noch ausreichend Getränke und Grillhund da. Wer Interesse daran hat, zum Arbeiten oder einen Nachbarn kennt, der gerne sich mit der Feuerwehr beschäftigen möchte, Sie finden uns auf Facebook, Feuerwehr Babelsberg-Berlin, wo wir regelmäßig über unsere Arbeit berichten. Unsere Homepage wird jetzt auch wieder aktiv sein, www.feuerwehr.de. Oh, jetzt geht es los. Die Temperatur. Also die einfache Variante zeigt der Feuerwehr nochmal den Deckel wieder drauf, aber das ist dann der kleinere Kamera sind für dich, das Ganze selbst verbrennt. So, der Kamerad geht jetzt in eine gewisse Entfernung. Sie sehen, das kann kein Feuerwehr verbessern. Und Deckel drauf und die Kamera erwischt. Ja, Sie sehen, wie man nicht löscht, weil wenn man ganz alles klappt, was in der Küche gebrochen hat, haben Sie dafür einsatzisiert. Würde mich noch freuen, wenn Sie noch eine Zeit in die Zeit zurückbringen. Wie gesagt, unser Kaffee und Kuchen, der Grund ist noch eigentlich vorhanden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.